Okay. Okay. Herzlich willkommen zur heutigen Live-Session. Servus. André und ich begrüßen euch aus Leonberg. Servus, hallo. Servus. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich heute rede. Liegt daran, dass das Workout heute von mir kommt. Oh ja. Yeah. Und den Schuh wollte sich der André nicht anziehen. Ja, ich feiere es trotzdem. Genau. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, aber wir gehen vielleicht nochmal kurz drauf. Was das Warm-up angeht, wir machen uns insgesamt 9 Minuten warm. Wir fangen an mit 1 Minute Jumping Jacks. Und dann haben wir so einen Block mit Wiederholungszahlen. Den machen wir quasi die ganze Zeit 7 Minuten lang. Also wir fangen an mit 10 Sit-Ups, 10 mal Superman, 5 Push-Ups, 10 Squats, 10 Good Mornings und dann geht es quasi wieder von vorne los, bis 7 Minuten vorbei sind und dann zum Abschluss noch quasi in der letzten Minute, quasi in der 9. Minute nochmal Jumping Jacks. Core und Workout erkläre ich euch später. Sehr gut, ja. So. 15 Personen. Oh, okay. Warte. Mach ich. Oh, Oberkörper frei. Hat er etwas vorlaufen? Echt später. Okay, bereit? Also, ja, wird gut, wird gut. So, dann geht's in 10 Sekunden los. Jetzt schau ich mal. Mal wieder. Okay. Sitze 5. Jetzt nochmal von vorne los. Shit-ups.
halt dem Pedder angeflogen. Wer ist dem Pedder? DJ Atixa. Ja, mindestens. Jumping checks.
stellen. 12 Sekunden. Okay. Easy. Forever. Warm-up geschafft. Das hätte ich ewig machen können. Ja. Weiß nicht, das war so schöner Flow. War gar nicht anstrengend, oder? So nur so anschwitzen. Genau. Okay, trink ruhig kurz was. In der Zeit kann ich euch mal den Core erklären. Er wird vermutlich etwas anstrengender. Wir machen den im 45-15 Rhythmus, das heißt 45 unter Belastung und 15 Sekunden Pause. Davon machen wir 4 Übungen. Wir fangen an mit der Plank, dann Side Plank rechts, Side Plank links und am Schluss noch den Crunch Heel Touch. Soll man schön zeigen, André? Ja. Machst du den kurz? Ja. Das heißt, der Beine stellen wir auf, genau, dann gehen wir in den Crunch und dann tun wir im Prinzip seitlich versuchen, mit den Fingern die Fersen zu berühren. Wir bleiben eigentlich immer im Crunch, also immer in der Belastung. Genau. Schön auf dem Core noch, ein bisschen drauf. Genau, davon 3 Runden. Das sind 12 Minuten, richtig? 12 Minuten, exakt. 12 Minuten. Wer möchte, kann zur, wenn es ein bisschen anstrengender sein soll, lässt einfach die Pausen weg. Sagst du so leid? Das sagt wer möchte. Leid. Ah ja, gut. Wir können ja mal die erste Runde versuchen, die Pausen wegzulassen. Gut. Wollen wir es so oder wegen der Uhr? Oder machen wir es so? Haben wir schon gehabt. Egal. Wurscht. Wurscht. Wie sollen wir uns denn hinlegen? Wie sollen wir uns hinlegen? Horizontal oder vertikal? Sagt doch mal, bitte. Diagonal oder aufeinander? Oder? Ja? Oder sollen wir noch kurz abwarten, was sie schreiben? Vielleicht schreibt ja im Chat jemand was. Der Erste, der schreibt, der entscheidet das Ganze. Kurz warten. Diagonales Klasse. Vektoral. Also. Ich nenne es auch noch wie so eine Parabel. Wie so eine Parabel. Kann man uns das auch. Das ist diagonal. Also das ist ja dann so ein. Diagonal ist so ein. Aber parallel? Also. Sonst müssen wir es nochmal machen. Sollen wir es parallel machen oder orthogonal? Ich denke mal, ihr seid alle schon gelangweilt, deswegen fangen wir jetzt an. Bevor wir kann, der hier. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Okay. Was kommt nochmal dran, Micha? Fleck! Ah, Fleck! 3, 2, 1. Und los geht's. Nur halten, oder was? Nur halten. Manuel. Ja, wie geht's? Geht noch? Top. Ah. Top, was ich nicht sagen. Top.
20 Sekunden noch. Oder wechseln. Also Pause oder wechseln, genau. Letzte 10 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Pause oder Wechsel? Fertig machen. Drei, zwei, eins. Side plank links. Welche ist deine bessere Seite? Die oder die andere? Plank ist egal. Bei dir? Also bei beiden bin ich stark. Ja, das war die geilste Antwort. Ich würde sagen, die beste Antwort, muss ich sagen. Entschuldige, dass ich ohne Pause nicht sagen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Pause. Jetzt müssen wir. Okay. Übung Nummer 4, die Sit-Ups. Entschuldigung, Crunch, Heel, Touch. Fertig machen. Und los. Wie viele Runden machen wir, Micha? Drei Runden. Aha. Zwei. Also noch zwei. Ja. Fertig machen. Plank. Geht schon wieder los. Ich stelle einfach die Teilnehmerfragen. Ja, mach. Du bist der Chat. Also André, schreibt euer Sprachrohr. Ich stelle die Fragen, die ihr mir immer stellt. Hier geht er leider nicht. Pro Seite oder insgesamt, das geht er hier nicht. Aber vielleicht später. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bevor du blöde Fragen stellst, wir machen das weiter ohne Pause. Okay? Okay. Können jetzt mal die Plank länger halten? Die normale, weißt du? 5, 2, 1. Pause oder halten? Und jetzt gleich die Side Plank. 3, 2, 1. Okay, Side Plank rechts. Starke rechte Seite. Genug.
15. Raum dranbleiben. Ah, links ist stärker bei mir. Irgendwie, okay. Ja. Hab ich gerade rausgefunden. Easy. Okay. Letzte 5. 2, 1. Okay. Pause. Crunch. Ein seltenes Wort aus deinem Mund. Ja. Pausen werden überbewertet. Die sind integriert. Lass ihn machen. Und los geht's. Jetzt etwa die letzte Runde. Jetzt kommt die letzte Runde. Okay. Wieder mit der Plank. Fertig machen. Und los geht's. Aber bewusst mal den Bauch anspannen. Beine, Po, alles anspannen. Dranbleiben. 15er. Letzte 5. Und Pause oder halten. Letztes Mal Sideplank rechts. Reinmachen. 3, 2, 1 und Sideplank. Letzte 15. Dranbleiben. Letzte 5. Und Pause. Jawohl. Letzte Übung. Letztes Mal Crunch. Heel Touch. Manche fragen müssen nur 3 Runden. Okay, fertig machen. Los geht's!
Okay. Ja, geschafft. Wahnsinn. Schreibt mal, wie ihr die Musik von DJ RTX findet. Schreibt mal bitte rein, wie ihr sein Live-Set findet. Ich finde es sensationell. Ich finde es sensationell. DJ RTX. DJ RTX, merkt euch diesen Namen auf jeden Fall. DJ RTX. Ihr seht ihn nicht, wir hören ihn alle. Okay. Vielleicht sehen wir ihn auch noch. Wer noch auf dem Boden liegt. Achso, das war ja, Michael, ich wollte dich fragen. Ja. Es waren ja nur drei Runden. Ja gut, es waren 12 Minuten. Ich hoffe, das reicht euch. Nein, es kommt tatsächlich nachher nochmal im Workout was für Bauch dran. Ach so, deswegen. Ja, das erklärt die Sache natürlich. Ja klar. info@athleticclubleonberg.de. Ja. Und immer kleine Bubble Break. Okay, so, zweiter Teil. Auch geschafft? Ja. Gut noch soweit? Alles okay, oder? Geht noch. Okay. So. Kommen wir zum Workout. Sascha, drehst du mal? Schwind. Okay. Zum Workout heute. Das nennt sich 90-60-90. Die Zahlen sind euch wahrscheinlich bekannt, aber nicht, ja. Wahrscheinlich nicht auf einen Workout bezogen. Genau. Ab heute denkt ihr auch an einen Workout. Die Zahlen bedeuten eigentlich nur die Zeit, die dahinter steckt pro Übung. Nicht Wiederholungen? Nein, auch genau. Auch gleich zur Entschärfung, es sind keine Wiederholungen. Ich glaube, 90 Burpees. Schade. Gut, du schaffst vielleicht in 90 Sekunden 90. Du auch. Okay, also wir fangen oben an. Also es fängt an mit 90 Sekunden. 90 Sekunden Squats. Dann haben wir zwischen jeder Übung 30 Sekunden Pause. Danach machen wir 60 Sekunden Push-Ups. 30 Sekunden Pause. Dann machen wir 90 Sekunden die Bent Over Row. Die zeigen wir gleich noch. Dann machen wir 60 Sekunden die Sit-Ups. Und am Schluss, weil immer die Burpees gefordert werden, müssen sie auch mal kommen im Abschluss, 90 Sekunden lang Burpees. Frage, gibt es Pause? Sag ich doch gerade, 30 Sekunden immer. Wir machen nach dem ersten Block machen wir eine etwas längere Pause, würde ich sagen. Von anderthalb bis zwei Minuten, oder? Eine? Andere möchten nur eine machen. Gucken wir mal, wie es uns geht. Frag mal die Community. Genau. Also es gibt drei Sachen zur Auswahl. Eine Minute. Keine Minute, würde ich sagen. Achso, keine Minute, eine Minute oder 1,30. Okay. Das ist die Auswahl. Alles klar. Während ihr das schreiben dürft, was ihr lieber hättet, zeigen wir mal den Bent Over Row. Ja. Wer zufälligerweise ein Tube zu Hause hat oder so ein Gummiband, kann das dafür nutzen. Wer das nicht hat, es reichen auch zwei Wasserflaschen links und rechts in der Hand. Und damit, rudern wir. Drei Runden und keine Pause gefragt. Es sind nur zwei Runden. 1,30. Drei Runden und keine Pause, okay. Okay, also entweder mit dem Band oder, oder mit zwei Wasserflaschen, genau. Dass wir was für den Rücken haben, genau. Alles, was ihr da habt. Genau. Zwei Runden machen wir nur. Das sind ungefähr 18 bis 20 Minuten. Je nachdem, wie lange ihr die Pausen wollt. Also zwischen den Übungen 30 Sekunden Pause. Genau. Und nach der Runde, wie es halt, wie es euch geht. Genau. Keine, eine oder eineinhalb. Ja. Wir machen so die Mitte. Eine. Achso, ich habe noch was vergessen zu sagen. Ja. Wer möchte, kann sich natürlich auch, braucht sich ja nicht an uns orientieren. Wir versuchen das wieder so simultan die Übungen auszuführen. Wer natürlich denkt, ihr seid viel zu langsam, darf das natürlich schneller machen. Dafür haben wir die. In den 90 Sekunden dürft ihr wegballern, was geht. Und in der
könnt ihr euch die Wiederholungszahlen ja notieren und vielleicht in der zweiten Runde die dann toppen. Wer möchte. So als kleine Idee. Kleine Challenge. Genau. Oder ihr toppt einfach nur uns. Was wahrscheinlich nicht schwer ist. Genau. Gut. Okay. Warten wir noch ein paar Sekunden. Ja, wir haben ja noch Zeit. Danke, André. Die Fragen sind wichtig. Deine Fragen. Wer? Objektiv. Ah ja, Meral. Ja, ich weiß. Ich frage lieber nochmal nach. Ich bin ja auch sozusagen heute Kursteilnehmer. Und dann frage ich mal. Ja, wir müssen immer Perspektivwechsel machen. Das ist immer wichtig. War das mit den Pausen? Ready. Ich wäre ready. Wenn ihr fertig seid, fangen wir in 10 Sekunden an mit 1,5 Minuten Squats. Sag ich mal an und go. Ich schon wieder die Runde. Ja, weiß ich. So, in 10 Sekunden kommen dann die Push-Ups. Andere noch nicht, wir machen sie mit Ablegen. 60 Sekunden lang. Fertig machen. Los geht's. Und Pause. 28. Yeah. Langsam.
Sekunden lang. Pause.
falls ihr in Erinnerung habt, wie viele Wiederholungen bei der jeweiligen Übung. Das ist eure Orientierung, dass ihr eure Leistung gleichbleibend habt. Sagen wir mal plus minus 2 Reps. Da dranbleiben, dann könnt ihr euch daran orientieren. Wir hatten 50 Squats, 28 Push-Ups, die Bent-Over-Row 100, gefühlte 100, Mittelstand, 23 Sit-Ups und 24 Burpees. Könnt ihr schreiben, was ihr so gepackt habt. Okay, geht's aber schon wieder los mit Squats. 90 Sekunden. Ich schäme euch die Mucke. Aber eine weniger, 49. Sag ja, plus minus 2. Ja. Zu wenig Brüche. Was ist die Zahl jetzt hier? 60 Sekunden Push-Ups, 28. Okay, schau die mal ein. Los geht's. Und Pause. Gleiche Zahl. Drei, echtes? Gleiche Zahl. Ach, scheiße. Was ist denn gut? 28. Ha. 14. Leer.
15. Letzte 5. Okay. 49. Danke, insgesamt sind es knapp 100. Komm, zwei Übungen noch. Zwei Übungen, ja. Dann können wir es ausruhen. Ausruhen tue ich mich während den Burpees. Ah, deswegen machst du es so langsam. Bitte. Okay, fertig machen. Bitte. Trotzdem 1,30, konstantes Tempo. Okay, fertig machen. 3, Endspurt, Endgegner. 1, los geht's. Fuchs, wie geht's dir? Geht's gut, aber die Burpees, die fordern ganz schön. Also, wie gesagt, das war ja meine Scheißidee. Wenn euch das jetzt irgendwie zu wenig war, kann ja sein. Was weiß ich, wer da dabei ist. Macht doch noch eine Runde. Ansonsten denke ich mal, das Paket sind wir ganz gut abgedeckt. Beine, Liegestütz, Rücken. Genau, also das ist individuell. Wer sich es im Nachhinein anschaut, eine Runde ist auch cool. Zwei Runden ist cool, drei Runden ist cool. Hängt ein bisschen von eurem Level ab und von eurer Motivation heute. Aber hey, es ist Montag
Monday Motivation. Also, wenn heute Abend die Motivation nicht maximal hoch ist, wann dann? Also schön, dass ihr, ich glaube 18 Leute waren drin. Super, dass ihr so viel dabei wart. Liegt, glaube ich, auch ein bisschen an dem neuen Musikset von? Vermutlich DJ ATX. DJ ATX. Gibt auch demnächst dann einen Instagram-Kanal extra für. Ja, Spotify, wie das alles heißt. Ja, also es wird alles ausgebaut hier noch. Tournee, falls man irgendwann wieder... Lassen wir das. Erholt euch gut, schönen Abend. Schreibt noch was in den Chat rein, falls euch was einfällt. Und ansonsten am Mittwoch, Vorschau am Mittwoch, sind wir beide nicht da, sondern da gibt es Lady Action. Lady Action. Ja, ich verrate noch nicht wer, aber zwei Ladies machen das Workout. Also einschalten. Ja, macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.